ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playmobil's Next Topmodel Kids. Ihr habt wieder alle fleißig abgestimmt, wer wieder in der Show mit dabei sein soll. Und wir haben heute eine Überraschung. Es wird nämlich keine Kandidatin rausfliegen, sondern erst wieder in der nächsten Folge. Oh, das gibt's doch nicht! Super! Pia, schlag ein, wir sind immer noch beide mit dabei. Ja, voll cool. Wir freuen uns weiterhin, diese vier tollen Mädchen mit dabei zu haben und wir haben auch wieder etwas Tolles für heute vorbereitet. Heute wird es nämlich ein Umstyling, das große Umstyling mit Sabrina Schnitt geben. Herzlich willkommen, Sabrina! Wow! Dankeschön für diesen netten Empfang! Ich freue mich, total hier zu sein! Ich habe ganz, ganz tolle Outfits mitgebracht und damit werde ich die Kinder dann umstylen. Und zwar nur heute und nicht für immer, also macht euch keine Sorgen! Oh, Pia, hast du das coole Mermaid-Kleid gesehen, was sie trägt? Ja, das ist total cool. Da sind ganz, ganz viele Pailletten drauf. So, Kinder, freut ihr euch alle? Seid ihr gespannt auf ein neues Aussehen? Hier haben wir schon Sabrina Schnitts mobilen Friseursalon aufgebaut und da wird's gleich richtig zur Sache gehen. Unsere Kandidatinnen bekommen eine neue Frisur und auch ein neues Outfit und das wird dann unser Fotograf Max Klick einmal vorher und nachher fotografieren. Oh, Pia, ich finde das ganz schön aufregend. Ich bin total gespannt, was wir für Outfits bekommen und wie die uns die Haare machen. So, Kinder, da vorne ist unser Fotograf und der hat auch schon was vorbereitet für euch. Hey, Leute, ich bin's mal wieder, Max Klick, euer Fotograf. Und ich habe hier schon ein kleines Bühnenbild für euch. Und zwar setzt ihr euch hier in diese Kulisse, einmal vor dem Umstyling, so wie ihr jetzt ausseht, und dann nochmal nach dem Umstyling, wenn ihr komplett unterschiedlich ausseht. Pia, meinst du, die schneiden auch jemandem heute die Haare ab? Ich weiß nicht, aber manche haben ja schon kurze Haare, da können sie ja nicht mehr viel abschneiden, so wie bei mir. Und ich finde auch die Kissen total cool. Das sind auch so Mermaid-Kissen, wie das Kleid von Sabrina. Caroline, möchtest du anfangen? So genau, Caroline. Einfach auf das Sofa setzen und dann mache ich einmal ein Foto von dir. Hallo Sabrina, ich bin schon total aufgeregt. Ach Caroline, das musst du nicht sein. Setz dich einmal hier zu mir. Oh Mann, hoffentlich schneiden die mir nicht die Haare ab. Und da kommt auch schon unsere erste Kandidatin, die Caroline. Sie ist fertig mit dem Umstyling. Oh, sehr schick, Caroline. Mit Jeans, Stiefeln und einem tollen Schmetterlingsoberteil. Und in den Haaren eine passende Blume. Das sieht toll aus. Ich sehe total anders aus. Aber irgendwie gefällt's mir. Hast du gehört, Pia, du bist dran als Nächste. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst davor. Ach, das wird schon. Du wirst gut aussehen. Oh Mann, jetzt bin ich die Nächste. Oh, ich weiß nicht so recht. Wenn die mir jetzt noch kürzere Haare schneiden, habe ich gar keine mehr. Oh, wow, kaum wiederzuerkennen. Ist das etwa Pia? Sieht richtig schick aus, Pia. Steht dir gut. Du siehst cool aus, Pia. Richtig gut, das Outfit. Ja, findest du? Mit dir, Jessica, habe ich was ganz Besonderes vor. Oh, unsere Jessica sieht aber auch ganz toll aus. Sehr sportliches Outfit. Ja, coole Cap. So, Jessica, dann geh mal weiter zu Max Klick, der wartet schon auf dich. Ich bin als Nächste dran. Was werden die wohl mit mir machen? Du, Sabrina, ich bin total aufgeregt. Oh, ich sehe, da kommt unsere letzte Kandidatin, die Hanna. Und, oh, schick. Da steht dir ausgesprochen gut, Hanna. Ein Rock, was ganz anderes. Du Max, also ich kann mich nicht so gut hinsetzen mit dem Rock. Kann ich auch stehen bleiben? Ja, klar doch. Stimmt, sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich finde den Rock auch total schön und auch das Oberteil. Könnte ich mir mal überlegen, ob ich häufiger so rumlaufe. Pia, hast du dich auch schon im Spiegel angesehen? Ja, Hanna, du siehst echt cool aus. Ich habe ja sonst auch einen Rock an, aber dir steht das auch gut. Aber ich finde dein Outfit auch gut und auch der Hut ist irgendwie witzig. Das war's schon mit unserem großen Umstyling. Ich glaube, wir hatten alle sehr viel Spaß und die Kandidatinnen sehen echt toll aus. Jetzt könnt ihr wieder abstimmen. Wollt ihr für Caroline, für Jessica, für Hanna oder für Pia abstimmen? Wer ist eure Lieblingskandidatin und wer hat das coolste Umstyling mitgemacht? Gerne abstimmen und auf das i drücken und teilnehmen. Also, beim nächsten Mal wird uns auf jeden Fall wieder eine Kandidatin verlassen. Wenn ihr also einen Favoriten habt, dann stimmt auf jeden Fall auch ab, sodass die Kandidatin nicht rausfliegt. Das war's leider schon wieder für heute. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und tschüss! Tschüss! Ciao! Tschüss! Vergesst nicht abzustimmen! Ja, stimmt für mich!